Hallo liebe Leute, heute habe ich für euch einen Grundig Geschirrspüler mit nur 45 cm Breite in Edelstahl und unterbaufähig mit der Bezeichnung GSF 41825 Energieklasse E. Den gucken wir uns mal heute genauer an. So, da steht das Prachtstück, wie gesagt, schon unterbaufähig. Die Platte kann ab. Der ist 85 cm hoch, 44,8 cm breit und ca. 60 cm tief und wiegt insgesamt 39,6 Kilo. Der hat hier eine Besteckschublade, wie ihr sehen könnt. Den könnt ihr auch bei Bedarf komplett rausnehmen. Das geht ganz einfach. Ja, ihr seht schon, einfach abnehmen. Dann habt ihr hier auch nochmal einen höhenverstellbaren Oberkorb. Eins, zwei, muss auch so in drei Stufen gehen. Eins, zwei, drei. So, einfach nur drücken und runter. Und dann haben wir hier den Unterkorb. Der hat so einen Stoppschutz hier. Ja, der kommt dann auch nicht mehr weiter. Also nicht wundern. Wenn ihr den komplett raus haben wollt, bitte einmal hochziehen hinten. Ja, da geht's. Dann haben wir hier natürlich einen Trichter für zum Salz einfüllen. Salzeinfülltrichter ist hier die Öffnung. Hier bitte erstmal 1,5 Liter Wasser rein, fast voll. Und dann erst bitte Salz einfüllen. Hier an der Tür haben wir unseren Waschmittelfach, Spülmittelfach und hier haben wir die Öffnung für einen Klarspüler. Falls ihr euch fragt, was das hier ist unter dem unteren Sprüharm, ja, das nennt sich so eine Art Deep Clean Funktion. Diese Einheit unter dem unteren Sprüharm ermöglicht ein besseres Reinigen für eure stark verschmutzte Flaschen und Geschirrteile, die sich gemäß dem ausgewählten Programm auf der rechten Seite des unteren Korbs befinden. Ja, also auf jeden Fall bitte nicht versuchen, das Ding zu entfernen. Und wenn ihr das dazu wählt, das zeige ich euch nachher, kann es bis zu 35 Minuten länger dauern. Das heißt, dort rechts bitte Sachen raufpacken, wenn natürlich benötigt, wenn sehr stark verschmutzt. Und bevor ihr natürlich auch anfängt zu waschen, müsst ihr euren Härtegrad des Wassers einstellen. Das natürlich mit dem mitgelieferten Teststäbchen erstmal testen, ne, den aufmachen, eure Wasserhärte. Und dann könnt ihr das ist hier oben, könnt ihr das einstellen. Und zwar ist es, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, aber das ist genau hier unten mit dem Schraubenzieher. Ja, hier unten an der Seite links könnt ihr von der Stufe 1 bis 5 euren Härtegrad einstellen. Das bitte vorher machen. Das steht aber auch in der Bedienungsanleitung, wie man das genau macht oder wo sich das. Dann kommen wir mal zu der Bedienung. Hier haben wir die Ein-Ausschalt-Taste. Mit der Taste könnt ihr die Programme auswählen. Dann haben wir noch die drei Tasten, das sind Funktionstasten, zum Beispiel wie die Kindersicherung. Dann haben wir Express-Schnell-Taste. Dann haben wir nochmal eine Turbo-Waschfunktion. Und hier haben wir die Zeitverzögerungstaste, das heißt Zeitvorwahltaste. Dann haben wir einmal Start, Pause, Abbrechen. Dann haben wir hier oben das Display. Dann haben wir hier oben, da muss ich das Gerät einschalten, die Klarspüler-Salz-Anzeige, ja, das ist hier, Klarspüler-Salz-Anzeige und darunter, die leuchtet auf, der Wasserhahn durchgestrichen, wenn er kein Wasser kriegt. Ja, und wenn ich hier 3 Sekunden gedrückt halte, ja, genau hier, also das ist wirklich Touch, ihr braucht nicht zu drücken, ist die Kindersicherung aktiviert und wenn ihr dieses Zeichen seht, ja, ist die Kindersicherung aktiviert und dann könnt ihr kein neues Programm wählen. Und hier so, deaktivieren der Kindersicherung natürlich nochmal 3 Sekunden einfach
berühren. Dann haben wir hier noch die Start- und die Pause-Taste, beziehungsweise wenn ihr 3 Sekunden lang die Taste gedrückt hält, dann bricht das Programm komplett ab und dann pumpt er nur noch ab und dann könnt ihr auch ein neues Programm wählen. Dann kommen wir mal zu dem Programm. Ich schalte das Gerät mal ein. Dazu müsst ihr die Taste ein bisschen länger berühren. Der fängt mit dem Programm 1 an, bloß der hat auch hier, wie ihr seht, Programm 0 Selbstreinigung. Dazu geht ihr einmal mit der Pfeiltaste nach unten. Und das ist ein Selbstreinigungsprogramm. Ja, dieses Programm wird empfohlen, alle 1 bis 2 Monate durchlaufen zu lassen. Es reinigt das Gerät von innen, sorgt für eine bessere Hygiene. Lasst dieses Programm bitte nur leer durchlaufen, ja, und kein Geschirr oder sonst wie auch immer irgendetwas mit reingeben. Ja, der dauert ungefähr 75 Minuten und genau, und das empfiehlt sich, wie gesagt, alle 1 bis 2 Monate. Das ist Programm 0. Dann haben wir hier Programm 1. Ja, das ist das Eco-Programm. 50 Grad, geeignet zum Spülen von Geschirr mit durchschnittlicher Verschmutzung. Es ist das effizienteste Programm in Bezug auf den kombinierten Strom- und Wasserverbrauch. Es wird zur Bewertung der Einhaltung der EU-Richtlinie zum Eco-Design verwendet. Ja, Verschmutzungsgrad Mittel, Vorspülen, Spülen, Trocknen macht er und insgesamt 84 Minuten dauert das Ganze bei 8,7 Liter Verbrauch und 0,805 Stromverbrauch. Und hier könnt ihr natürlich dazu wählen, das Schnellprogramm, dann verkürzt sich die Zeit, ja, oder wieder raus. Dann könnt ihr hier sagen, ja, der soll noch mehr trocknen. Ja, wie gesagt, extra trocknen könnt ihr hier dazu wählen. Ja, und das ist hier nochmal die Taste, ja, diese extra Turbo-Taste. Das rechts, den unteren Sprüharm, der extra, und was ich euch gezeigt habe, der setzt den nochmal in Kraft und ihr seht dann, dass er sich ungefähr, ja, um 35 Minuten das Ganze verlängert. Ihr könnt natürlich auch sagen, er soll erst in 30 Minuten oder in einer Stunde oder in anderthalb, das geht glaube ich bis 24 Stunden, ja, könnt ihr es einstellen, dass er erst dann anfangen sollte. Jetzt einfach auf Start drücken. Und dann würde er erst in 2 Stunden und 30 Minuten starten. Dann haben wir hier ein Programm. So, 2. Das nennt sich Auto 45 bis 65 Grad. Ermittelt den Verschmutzungsgrad des Geschirrs selbsttätig. Passt Temperatur, Wassermenge und Spülzeit automatisch an. Für sämtliches Geschirr geeignet. Verschmutzungsgrad mittel bis viel. Da wird vorgespült, gespült, getrocknet. Programmdauer zwischen 117 und 184 Minuten. Wasserverbrauch 9,8 bis 13,2 Liter. Und Stromverbrauch 0,8 bis 1,1 Kilowattstunde. Dann haben wir hier einmal Programm 3. Das nennt sich All-in-Wash. Optimales Spülprogramm für gemischtes Alltagsgeschirr inklusive Kunststoffartikeln. Während empfindliche Glaswaren im oberen Korb gespült werden, werden Pfannen und Töpfe im unteren Korb gereinigt. Verschmutzungsgrad ist mittel, da wird vorgespült, gespült und getrocknet. Programmdauer ca. 217 Minuten, Wasserverbrauch 16,4 Liter, Stromverbrauch 1,2 Kilowatt. Auch hier könnt ihr natürlich sagen, er soll ein bisschen schneller waschen, er soll besser trocknen und er soll die Turbodüse mit. Ah, hier kann man den nicht dazu wählen. Der ist wahrscheinlich schon eingeschaltet in dem Fall. So, dann kommen wir mal zum Programm 4 Intensiv. Bei 70 Grad für stark verschmutzte und Pfannen und Töpfe geeignet. Also richtig schön viel verschmutzt. Dann haben wir hier auch Vorspülen, Spülen, Trocknen. Hier Programmdauer 191 Minuten, Wasserverbrauch 15,2 Liter und Stromverbrauch 1,13 Kilowatt. Und hier könnt ihr auch sagen, soll ein bisschen schneller gehen. Soll ein bisschen mehr trocknen und hier könnt ihr auch diese Turbodüse noch mal mit einschalten. Dann haben wir hier Quick Wash, Programm 5, 60 Grad und Dauer 109 Minuten. Das heißt,
Ja, geeignet für, also für ein tägliches Programm zum Spülen normaler verschmutzter Geschirr, besonders schnell, weil 60 Grad Quick Wash. Da wird nicht vorgespült, da wird nur gespült und getrocknet. Programmdauer, wie gesagt, 109 Minuten, Wasserverbrauch 10,6 Liter und Stromverbrauch 1,1 Kilowatt. Das heißt, wenn es schnell gehen soll, aber trotzdem bei 60 Grad spülen soll, dann natürlich Programm 5. Dann haben wir einmal ein Programm 6, das nennt sich Glascare, bei 40 Grad, spezielles Programm zum sanften Reinigen von empfindlichen Glaswaren. Verschmutzungsgrad wenig. Da wird vorgespült, gespült und getrocknet. Programmdauer 131 Minuten, Wasserverbrauch 12,6 Liter und Stromverbrauch 0,87 Kilowatt die Stunde. Dann haben wir einmal ein Mini-Programm bei 35 Grad zum schnellen Spülen leicht verschmutzten Geschirrs, das vorgespült wurde. Das heißt, da ist keine Vorspülung dabei, da wird nur gespült, da wird auch nicht getrocknet. Programmdauer 76 Minuten. Wasserverbrauch 10 Liter, Stromverbrauch 0,7. Bei dem Mini-Programm ist extra trocken, könnt ihr dazu wählen, aber noch schneller, also verkürzte Zeit könnt ihr leider nicht mehr einstellen. Dann gibt es noch das letzte Programm, Vorspülen. Acht zum Entfernen von Rückständen von verschmutztem Geschirr, das mehrere Tage in der Maschine wartet, verhindert das Entstehen übler Gerüche. Ja, wenn die Maschine nicht voll ist und ihr habt trotzdem ein paar Sachen drin und das ist schon seit 2, 3 Wochen drin, dann könnt ihr das mal kurz zum Spülen benutzen. Da wird, wie gesagt, nur gespült. Programmdauer, wie ihr sehen könnt, nur 15 Minuten. Wasserverbrauch dementsprechend auch nur 3,4 Liter. Ja, ansonsten muss ich sagen, bin ich jetzt zum Ende gekommen. Wenn ihr einen 45er Standgerät braucht, aber auch Unterbau in Edelstahl, ja, der vernünftige Programme hat, der auch gute Reinigungsergebnisse erzielen soll, da seid ihr mit dem Grunde bestens bedient. Ja, hat auch einen Inverter-Eco-Motor, sehr sparsam, sehr langlebig. Und wenn ihr euch registriert bei Grundig, habt ihr auch noch die Möglichkeit, 10 Jahre Garantie auf den Inverter-Eco-Motor zu kriegen. Ja, das wäre es von mir heute über dieses Gerät. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gerne ein Like dafür. Und wenn ihr unsere Videos nicht mehr verpassen wollt, gerne auch ein Abo für unseren Kanal. Ja, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss.